Und damit einen wunderschönen guten Abend. Ja, Happy Monday. Hallo und herzlich willkommen zurück zu iRacing. Heute wird es wieder sportlich. Es geht wieder raus mit den Gecko-Schönheiten. Sie werden wieder von der Leine gelassen. Ja, nachdem wir in der letzten Woche uns ausschließlich auf den Mazda MX-5 Cup konzentriert haben, um dort nach Möglichkeit das iRating zu pushen, das vielleicht nicht ganz so funktioniert hat, wechseln wir heute ein bisschen die Fahrzeuge. Den Anfang machen wir wieder im MX-5 Cup. Da ist auch schon das Qualifying für Rennen 1 gestartet. Damit aber nicht genug, denn im Anschluss werden wir den BMW M4 GT4 über Laguna Seca bewegen. Im Anschluss geht es dann wieder zurück in den MX-5 Cup und dann wieder zurück zur GT4. In der Hoffnung, dass wir ja das iRating und auch das Safety Rating beides so ein bisschen heute nochmal gepusht bekommen. Ich bin gespannt, freue mich aber wieder zurück zu sein in iRacing, liebe Freunde. Und ja, kann es kaum erwarten, dass das Rig dann endlich irgendwann mal ankommt. Versandbestätigung noch nicht bekommen. Aber ich bin guter Dinge, dass es zeitnah passieren wird und dann geht's auch endlich mit dem Setup im Keller weiter. So, soweit sind wir aber noch nicht. Erstmal interessiert mich natürlich, wie seid ihr denn in die neue Woche gekommen? Wie geht's euch? Schreibt's gerne rein in den Chat und wenn ihr Fragen rund um das neu gekrönte Gecko Rennteam habt, wenn ihr euch dafür interessiert, auch da natürlich gerne die Fragen in den Chat. Ansonsten über die bekannten Social Media Kanäle. Und alleine sind wir heute auch nicht. Nein, hier geht's direkt Schlag auf Schlag. Immer natürlich die Zeit im Blick, bis vor das Rennen gleich startet. Denn der gute Firehawk alias Feuervögelchen ist natürlich auch heute Abend an unserer Seite. In der Hoffnung, dass wir es durch vielleicht ein bisschen Glück auch mal in die gleiche Lobby schaffen. Erstmal aber schönen guten Abend, Mr. Feuervögelchen. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, guten selber. Soweit, so gut. Leichte Probleme tatsächlich. Hab nämlich herausgefunden, dass ich bisher falsch gebremst habe, beziehungsweise nicht das volle Potenzial meiner Logitech-Bremsen ausgenutzt habe. Und das hat einiges an Umstellung mit sich gebracht, sodass ich echt aktuell Probleme habe und mich dann nochmal komplett umgewöhnen muss. Aber so ist es halt, ne? Learning by doing. Hast du nur bis zum Widerstand gebremst, oder was? Jawohl. Ja, man muss sich ja erstmal langsam rantasten, ja? Die Strecke heute im Mazda MX-5 Cup, Orange Park, finde ich persönlich auch sehr anspruchsvoll. Schnelle Strecke mit schnellen Kurven, bei denen man aber auch schnell überpaced. Gut, Laguna Seca im M4 GT4 ist sowieso ein komplett anderes Fahren. Aber ich denke, das wird heute herausfordernd werden. Aber ich freue mich. Zurück im M4. Ist auch immer der Umstieg von Mazda MX-5 in M4. Ja. Ohne Probleme. Anne, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? So, Qualifying 3 Minuten gelaufen. Ich schaue mal auf die Zeiten. 1.17, 1.19, 1.16, 4.84, 1.23. Ja, also meine Bestzeit 1.17.0. Bin die Strecke ja schon mal gefahren. Das heißt, tendenziell 1.18 sollten wir im Rennen erzielen. Das heißt, Qualifying setzen wir an der Stelle aus und lassen sie sich erstmal vorne ein bisschen bekeilen. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Runde 1, Runde 2 auf Oran Park doch der ein oder andere Unfall passieren wird. Also da müssen wir erstmal schauen, dass wir ins Rennen reinkommen, dass sich so die ersten motivierten Fahrer selber aussortieren. Ja, und dann das Beste hoffen, ne? 4 Minuten noch, dann geht's ins Rennen. Rennen 1 am heutigen Montag. Wie war denn dein Tag, Feuerfilm? Erzähl mal. Ja, entspannt. Gut. Nicht viel gemacht. Ebenfalls sehr gut. Und ja. Und jetzt dann rein in iRacing. Jo. Sehr gut. Und vorher noch ein bisschen GT4 gefahren. Gut. Morgen ein neues Update. Gesehen? Downtime morgen? Was? iRacing Downtime morgen. Achso, ja. Ja. Keine Ahnung, was sie da machen. Update.
Sehr müde, aber es geht. Ja klar, du hast Nachtschicht, Anne, gell? Kann ich mir vorstellen, dass du müde bist. Mr. Chompy, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wie geht es? Wie steht es? Noch ein bisschen Zielwasser zu mir nehmen, damit es gleich im Rennen auch funktioniert, dass ich die Kurven auch treffe. Heute und morgen frei, ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, dann kannst du wenigstens ein bisschen entspannen. Und dich gleich wieder kaputt lachen. Oh! Shortening of Qualifying. Das Qualifying wird verkürzt. Das heißt, wir wechseln jetzt vorsichtshalber mal rüber. Es sind nämlich nur vier Fahrer, die noch keine Zeit gefahren sind. Und wer jetzt erwartet, einer davon bin ich. Von der Warte aus geht's gleich schon relativ zeitnah in Rennen 1. Coolio! Rüber zu iRacing! Wir starten Stand jetzt von P10. Womit wäre ich zufrieden? Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass du dich verfügst. Ich aus der Hüfte geschossen. Ich will mich selber nicht unter Druck setzen. Ja, ich. 5. E5. Eins, eins. Nee, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. E5. Alles hinter 8 wäre ich enttäuscht. Sofern natürlich ich keine Fehler mache. Also wenn ich abgeräumt werde und dadurch hinten lande, wäre ich enttäuscht. Wenn ich wieder zu viel will, zu sehr pushe. Ah, dann ist. Ein wildes, wer ist das? Redikant. Jeder? Kenne ich nicht. Deine Empfehlung, wenn ihr einen Netzball besitzt, dann Ausrufezeichen, Pokécatch, Leerzeichen. Netzball in den Chat schreiben, dann habt ihr das Ding auf jeden Fall. Ach, mit dem Netzbeil ist 100% oder wie? 70. Ach so. Über 70. Käfer-Pokémon und Wasser. Bist du dir sicher, dass es ein Wasser-Pokémon ist? Also ich würde auf Anhieb sagen, dass es sehr aussieht wie ein Fisch und es da Schwimmbewegungen vollzieht. Jo. Man möge mich gerne korrigieren, verbessern, aber ich würde sagen, es ist ein Fisch. Frische Fische. Okay, never mind. Der Fisch? So. Startaufstellung. Let's go. Da haben wir ja. Direkt rein oder erstmal? Rein. Grundgedanke rein. Ja, aber ich bin runter auf 1,3. Also viel Fehler darf ich mir nicht mehr erlauben, dann ist meine B-Lizenz. Mach halt keine Fehler. Ah. Wenn es immer nur an mir liegen würde, weißt du? Mach Hallo keine Fehler und Jonas. fahr halt einfach schnell.
da kommt aber gut vom Fleck. Jupp, da knallt schon. Sehr gut. Noch nicht mal erste Kurve. Ja, so kann man mal starten, oder? Guck gleich. Berle, Hallöchen. Vielen Dank für dein Abo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hab mich gerade voll erschreckt. Kurve 1 und 2, die sind halt heftig. Genau aus dem Grund. Direkt disconnected, der Mate. Ich hab so Angst vor Kurve 1 und 2. Jedes Mal aufs Neue, ist wieder Ratzenbach. So, Jordan, bitte mitspielen. Nice, dankeschön. Hat offen gelassen. Verbremst.
gerade gesehen, 1:16:09 gefahren. Persönliche Bestzeit. Nicht schlecht. Telefon. Aber der vor uns, der ist echt schnell, also. Der ist richtig, richtig gut. Der macht hier Kurve für Kurve, macht der Meter gut. Oh nein. Yo, moin, exquisit. Deed. In den ersten paar Runden sah es ja so aus, jetzt könnte man darauf spekulieren, dass der aktuell Führende sein Auto da in der letzten Kurve an der Wand zerzimmert. Aber ich glaube, das war tatsächlich die anfängliche Nervosität.
Akku an der Wand zerledern. Was ich mir dringend angewöhnen muss, das sehe ich immer wieder und stelle es auch hier in zahlreichen Proben fest, ich fahre zu früh rein. Ich müsste eigentlich später in die Proben rein. Wie jetzt hier gerade in der letzten. Meter später rein. Und vielleicht auch beide Hände am Lenkrad lassen, das hätte auch gewisse Vorteile. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Letzte Kurve auf P2 liegen, gedreht und Dritter geworden. Ja. Na gut. Ja, und zum Glück hat sich nicht komplett zerschossen. Da hatte ich echt Angst. Das können wir uns auch gerne nochmal das Desaster anschauen. Weil Hintergrund war, ich wollte extra darauf achten, diesen Meter, den ich gerade eben angesprochen habe, später reinzufahren. Das habe ich auch geschafft, aber gleich sehen wir es. Hier alles wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und da komme ich auf den Rabatt. Da komme ich aufs Grün und stehe voll auf dem Gas. Da dreht es mich weg. Ja, einer hat zurück überrundet und dann P2 abgegeben. P3 ins Ziel gekommen. Ja, ist ärgerlich, aber basically ein tolles Rennen. Von P10 gestartet, ja, direkt in der ersten Runde wie viel überholt? Ich bin da schon direkt auf 3 oder 4 vorgefahren, ja. Also mal direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Paar Fehler gemacht, paar kleine Fehler. Aber summa summarum, cooles Rennen, hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Ja, wir begrüßen natürlich Infinity und Presery, die in der Zwischenzeit noch zugeschaltet haben. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Und warten jetzt natürlich gespannt auf das amtliche Endergebnis, das dann auch zeigt, okay, inwieweit wird unser I-Rating und Safety-Rating gepusht. Und danach geht es direkt nach Laguna Seca, IMSA Michelin Pilot Challenge, Multiclass-Rennen TCR GT4 und da gehen wir mit dem BMW M4 GT4 ins Rennen und so viel sei verraten, ich muss da noch ein bisschen trainieren, denn da hängt's noch.
Aber nichtsdestotrotz natürlich die Frage an euch, wie geht's euch? Seid ihr gut in die Woche gekommen, während hier jetzt dann das Ergebnis da ist? Also 0,09 plus in Safety Rating, das ist okay. I-Rating plus 61. Neue persönliche Bestzeit. Im Durchschnitt auch langsamer gewesen als der Sieger. War halt schneller. Derjenige, der jetzt Zweiter geworden ist, sogar mit der schnellsten Zeit, über eine Sekunde schneller als ich. Ja, cool. Ich bin zufrieden. Und jetzt geht's in das bayerische Motorenwunder. Natürlich auch in der Gecko-Lackierung. Ja, mit der fahrerspezifischen Farbe. Ist das schön? Ja, ist es. Rennen 20.15 Uhr zur Primetime. Vorher gehen wir natürlich noch in die Practice-Lobby. Rein da! Auch da muss ich noch Zeit finden. Zwei Sekunden muss ich noch finden. Ich habe mal am Wochenende mal ein, zwei Runden gedreht. Nee, vor dem Wochenende war es. Hatte dann noch extra einen Zeitenbaum gepflanzt, um dann vielleicht jetzt die 2 Sekunden dann abzuernten. Oh nö. Oh nö. Oh bitte nicht. Oh nö. Aua. Ich merk's schon selber. So. Exquisit in Warzone. Erste Runde 20 Kills und jetzt nur noch Drechsel. War das zu erwarten? Ich weiß es ja nicht, Exquisit. Man spekuliert. Hast du keine Gecko-Lackierung auf dem BMW? Nö. Habe ich dir keine Gecko-Lackierung gemacht? Nö. Warum sagst du mir das nicht? Ja, ich hab gedacht, du hast keine Zeit oder so, oder was weiß ich. Ich hab's einfach nicht auf dem Schirm. Hetzen oder stressen, oder? Ich hatte es einfach nur nicht auf dem Schirm. Achso. Weil das Ändern, das Neuerstellen einer Lackierung, klar, das braucht viel Zeit, aber das Ändern ist relativ einfach, weil ich nur die Farben ändere. Ich meine, du hast noch 45 Minuten zum Rennen, also. Die ich aber voll und ganz nutzen werde, um weiter das Auto kennenzulernen. Wer von euch fährt gerne Achterbahn und dreht sich gerne im Kreis? Das wird euch jetzt gleich das ein oder andere Mal zumindest optisch passieren. Gerade wenn du die Corkscrew runterfährst. Oh, ich hasse diese Kurve. Da lenkst du einen Millimeter zu viel, bist gleichzeitig einen Millimeter zu früh am Gas und dann sagt das Heck, Erster! An sich, die Strecke ist schon geil. Ja. Aber dieser Dreckskorkenzieher. So, haben wir das auch geklärt. Also, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, zählt auch zu meinen Top 5 Lieblingsstrecken, keine Frage. Oh, Top 5? Doch. Oh, würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht Top 10. Na ja, gut, jeder weiß, was bei dir an erster Stelle steht. So. Ja, Bathurst. Kann man ja. Hat er nicht gesagt. Ja, Bathurst an erster Stelle, ja sicher. Mount Panorama. Nee, natürlich die Nürburgring Nordschleife. So. 1.30, 1.82, raus geht's. Boah, Bathurst würde ich... Boah, ich glaube, ich würde das Top 5 einordnen. Ja. Bathurst ist bei mir auch extrem weit vorne. Ich glaube sogar auf 2. Ey, Bathurst ist so geil. Ja, ist es. Muss halt fahren können. Sie ist vor mir, richtig? Ich weiß es nicht. Ja. Du einfach schon beim Anfahren merkst, die Kiste meint's ernst.
kommen Sie zu. Jetzt kommt die Kot. Wo bist du denn? Ja, ich so ging's mir auch. Der Wizard ist jetzt rechts neben mir, braucht der wohl nicht machen. Oh, leck. Ja. Hallo! Jawohl! Sauber! Weiter geht's, komm! Setup laden. Nee, ich hab's geladen. Ich hab's vergessen. Oh. Einmal mit Profis. Ne? Eins. So, iRacing Setups. Imsack. Open. Fast. Done. Practice. Ja, das läuft wieder wie geschnitten Brot. Okay. Ich komme hier gar nicht so um die Kurve rum. Ey, ich weiß gar nicht, das sind halt so die Probleme, wo ich mich, was ist da los? Guck mal, ich bin ja ultra langsam gefahren. Die letzte Kurve macht mich fertig. Ja. Ja. Die explodiert tatsächlich noch nicht, die müssen wir noch machen.
hier unten rechts keine Ansicht mehr, wie weit die weg sind, die Leute. Hast du die ausgestellt oder? Nö, eigentlich nicht, also nicht bewusst. Weißt du exklusiv zufällig, wie ich die wieder anmache? Scheiße. Hier seht ihr, warum man während der Autofahrt niemals aufs Handy gucken soll. Bildungsauftrag also auch schon. Ja? Wunderbar. Gern geschehen. Oh, hallo Reifen. Weißt du zufällig, wie man das da unten rechts bei mich ja wieder einschaltet? Das ist relativ da.
Oh, ich hab's. Ja, die Sports immer wieder zu. Das machen wir besser so, bevor wir jetzt gleich einen noch im Training stören. Und wir können in die Race Lobby joinen. Ich mache mir natürlich auch jetzt. Super! Well, that escalated quickly. Quatsch. Oh, ich habe nicht gesehen, dass Kikli da war. Achso, Kikli meine, war da. Kikli ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Ja. Das wollte ich das. Riok.exe stopped working. So, bayerisches Motorenwunder M4 GT. Bring mich Werkstatt. Hoffentlich kommen wir in die gleiche Lobby. Also in die Rennlobby. Na gut, bei GT4 ist die Wahrscheinlichkeit schon höher. Ja.
Maximus Prime, moin, grüß dich, wie geht's dir? Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ich erinnere mich. Schön, dass du den Weg wieder gefunden hast. Was gibt's Neues? Wie ist die Lage? Ja, wir fahren heute ein bisschen Rennen. Ein bisschen iRacing wird gedaddelt. Versuchen uns durch die Lizenzen zu mogeln. Klar. Wobei in der letzten Woche war das erste Rennen im MX5 Cup auch super und danach ging's ba ba ba. Jetzt ist das zweite Rennen GT4 Mixed Race mit TCR. Oh ey, ich hoffe, die TCR bauen nicht so eine Scheiße. Die sind schnell auf der Strecke. Also ich hab's eben gesehen, ein schneller TCR hält mit. So, let's go. Zeit nutzen, die wir noch haben. Ah, die dauert. ja. Hin und wieder spielen wir auch mal Valorant, ja. Oh Gott. Wir warten aber noch auf Firehawk. Fahren ja nicht ohne das Vögelchen raus. Ah, vor allen Dingen können wir mal wieder das Setup machen. Ne? Jetzt hier nochmal für zu Hause zum Genießen. Was? Dieser Sound. Lass den mal wirklich ausrollen. Der Sound ist geil. Ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Ich warte auf dich. Ach so, fahr. Ach so. Das nächste Pokémon warten auf die Bank. Zurück, die nächste zurück. Maxi, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Abend und hoffe natürlich, dass der Start in die neue Woche, wie du dir gewünscht hast, während ich mir fast das Handgelenk breche. We'll be right back.
singen. Steckfest. Hast du eigentlich kein Übersteuern? Untersteuern, Entschuldigung. Wie die Sau. Lenkt man nicht so stark. Weil das fällt mir bei dir immer wieder auf, dass du so stark lenkst. Thank you.
ein Stück wieder dahin. Hast vollkommen recht. Ja, auch wieder. Aber das war das im Kopf zu bekommen. Ja, klar. Kann auch nicht so leicht. Gerade in der letzten Kurve verkackt. Ja, vorher fühlt sich mir guter Coach, ey. Jo, danke. Ja, nee, weil ich hab da so gedacht, ich muss doch untersteuern, wie die Sau haben. Und weil du mir das auch geschrieben hast, dachte ich das. Zwei zusammengezählt. Bei der Kurve bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Ja, und wieder zeigt sich, du musst diesen Meter später einfach reinfahren. Das, was ich eben beim Mazda MX-5 Cup angesprochen habe, das ist es. Und hier, zack, halbe Sekunde schneller. Also für mich persönlich, was du bei dem M4 sogar machen musst, ist sogar früher einlenken anstatt später. Ja, ich fahre nur allgemein zu. Wenn es nur 0,07 Sekunden sind. Hauptsache neue Bestzeit. Bitte? Merci, Junge, ich war einfach nur neben dir. Hallo? Auf! Ja, ist klar. In 4 Minuten ist gleich. Hier sehen wir es nochmal. Guck, der geht nach rechts. Ich hole mir den Aston Martin Windschatten mit. Und jetzt hier schön daneben. Der ist Quatsch, aber der macht so. Hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, gut, ich meine, es war ja immer noch seine Linie. So, pass auf. Guck außen, außen und jetzt zieh da rein. Ich war mit meinem Vorderrad auf Höhe dessen Tür. Hier. Da siehst du es. Kurveneingang bin ich schon neben ihm. Nicht komplett 1:1, aber hier. Jetzt habe ich in der Fahrerperspektive nicht gesehen. So. Und jetzt macht er ja weiter zu. Pass auf. Da macht er ja noch mehr zu. Siehst du hier den Abstand zum Curb? Willst du mal kurz zurückgehen? Hier. Da muss er auflassen. Guck mal, ich bin ja schon fast vorbei. Und ja. Quatsch. Solange das halt im Rennen passiert, ist das nicht gut. Ist doch okay. Ich meine, wie soll er es auch sehen, ja? Wenn das ist genau das Problem, was wir ja eben hatten. Du erinnerst dich, wo wir uns gegenseitig nicht gesehen haben, weil du halt keinen Außenspiegel hast. Im Korkenzieher. Wo ist er denn jetzt? Kann ich Gas geben oder nicht? Ja. Und auf einmal standen wir beide. Gucken wir beide jetzt in die gleiche Richtung?
Oh, ich hoffe so sehr, wir kommen in eine Lobby. Das wäre so cool. Oh. Ja, es sind diese magischen 2 Sekunden. Egal, was ich fahre, egal, wo ich es fahre, egal mit welchem Auto, es fehlen mir immer 2 Sekunden. Ob Mazda MX-5, ob TCR, ob BMW M4. Zu diesen Zeiten, es sind immer 2 Sekunden. Das ist total lustig, oder? Es sind nicht mal 3, nicht mal 4, nicht mal 5, immer 2. Total, ich finde das wirklich interessant, dass es straight ist, straight durch. Also muss es, oder so sehe ich das exquisit, du kannst ja als Profi gerne mal bestätigen oder sagen, bist jetzt besser still. Es muss ein Fehler sein. Ein Fehler, den ich überall gleich mache. Ich meine, ihr könntet sagen, du fährst zu langsam, aber ich glaube, das weißt du selber. So, kann man denn hier auf Discord nochmal jemanden bannen? Mit meiner Optimalzeit bin ich ja hier 1,29. Was war's? 4,99. Aber guckt euch mal diese Lackierung an. Auch hier mit den Details, weißt du, hier rot, das wird dann Fahrerfarbe. Beim Firehawk wird es orange, das knallt auch nochmal anders rein. Dann hier auch Fahrerfarbe, hier hinten am Heck. Rein in die Race-Lobby, liebe Freunde. Und während jetzt ihr zu Hause diesen wunderschönen Loading-Screen seht, gehe ich mir mal ein paar Fliesen anschauen. Ne, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich fall vom Glauben ab. Das gibt's doch nicht. Wie bitte? Ich fall vom Glauben ab. Sind wir in einer Lobby? Ja. Hätte doch noch besser die Lackierung fertig gemacht. Ach. Machen wir so für 2. Rennen fertig. Nee, alles gut, kein Stress. Ah, es sieht schon fantastisch aus. Ja, es sieht schon absolut geil aus und ich muss mir jedes Mal, nachdem ich 2 Eco-Autos auf der Strecke gesehen habe, die Hose wechseln, aber kein Stress. Gut, wir haben ja zwischen MX-5 Cup und... Hier ist ja kein einziger TCR drin. Ja, schade. Auch gleich ET4-Challenge fahren können, ja, ey. Ist so.
nach dem MX5 Cup. Also wir müssen von hier direkt rüber in den MX5 Cup, weil das wird eng. Aber, guck mal, wir haben, das Rennen geht los. 2025. Kann sogar sein, dass wir den MX5 Cup verpassen. Aber dann haben wir Zeit, dann mache ich dir gerade die Lackierung fertig. Wenn wir uns verpassen, du die Lackierung fertig hast, können wir ja noch ein bisschen Nordschleife ballern. Und dann in hier GT4. Ja. So, fahren wir Qualifying oder nicht? Astro! Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ey, Kollege, du musst ja nicht entschuldigen. Lernen geht vor. Lernen geht immer vor. So, 26 Entries. Ich würde von 25 starten. Also ich fahr Quali. Ich glaube, ich starte von hinten. Oh, da bremst ja gar nicht. Guter Hinweis. Könnten natürlich. Ui, Bro, I got a black flag. Ember. So, jetzt aber. Oh, technisches Rechnen. Das ist der Grund, warum ich Architektur gestartet habe. Nein, Quatsch, da muss man natürlich auch rechnen. Aber komm, Kraft mal Hebelarm, kriegst du hin, oder? Groß ist des Mannes Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Gern geschehen. Die Weisheit gibt's gratis. Hebelkraft musste ich auch in der Schule ausrechnen. Oder? Ja. Punktstrecken oder Flächenlast? Bitte? Punktstrecken oder Flächenlast? Punkt. Exquisit Vorsicht. Ganz Vorsicht. So, jetzt warten wir mal auf die Zeit vom Feuervögelchen. Jo, die wird nicht so gut. Aber wir haben auch echt eigentlich eine coole Position. So als vorletzter starten ist eigentlich schon echt. Ist echt schon. Porno. Muss mir die Zeiten anschauen, Lydia. Als was würde ich denn jetzt starten? Siehst du das auch, ja, oder? Ich sehe das, ja, wenn du deine Zeiten gesetzt hast. Nee, wenn ich meine Zeit nicht gesetzt hätte. Ja. Also nicht setzen würde. Ja. Wo wäre ich dann? Sechs. Hä? Okay. Das ist nach I-Rating sortiert. Umso höher dein I-Rating, desto weiter vorne startest du. Oh, das wusste ich nicht. Heute lernt man ja richtig was hier. Wahnsinn. In allen Belangen, Freunde. Kein Handy am Steuer. Richtig. Kraft mal Hebel an. I-Rating sortiert. Jawohl. Wie fährt man einen BMW M4 GT4 nicht über Laguna Seca? Ach komm, jetzt mach dich nicht schlechter, als dass du bist. Aber, richtig. Das wollte ich ihm noch nicht sagen, sonst pusht er wieder so hart. Du musst auch unter die ersten 6 kommen, um I-Rating zu generieren. Bitte was? Ja. Was soll denn der Quatsch? Oha. Da ist eine Zeit, die wir fahren können. Wir machen das schön entspannt von hinten und überholen den Firehawk, wenn der da in Kurve 1 perm abgeräumt wird. Muss jetzt nicht genau unter 6 kommen, aber ab 15 wirst du keinen mehr bekommen. Ab 12 wird auch eng. Ajo. Oh, P2, mein Freund. Stark. Das ist wichtig. Aber auch schön zu sehen, wie eng das hier ist. Es nimmt ja Karthalle wirklich Ausmaße, das hier. 1,305, 1,30646, 1,30663, 1,30723, 1,30918. Das sind eigentlich die Zeiten, die ich auffahren kann.
Ich bin's eben ja gefahren, aber. Meine Fähigkeiten, das Qualifying zu bestreiten, sind eingeschränkt. Gleich im zweiten Rennen. Schon ist es P4. Ganz gehen. Gleich nicht mehr, mein Freund, gleich nicht mehr. 1,29,8. Neue PB. Nice. P2, P3. Schönes Nicht Ding. schlecht. Schreiben wir jetzt um 25. Ach, war eben auch. Denkfehler gehabt, alles gut. Was soll der Scheiß? Direkt mal wieder losgepült. Aber vorher fangen wir noch schnell ein Pokémon. Oh je. Yeah. Was kommt denn? Toxipack. Hier gibt es einfach nur normales Pokécatch. Auch hier würde zählen Netzball. Falls einer unbedingt ein Toxipet fangen möchte, Empfehlung: Ausrufezeichen Pokécatch, Leerzeichen Netzball. Oder ihr macht es einfach wie exquisit und kauft euch immer Hyperbälle. Und dann macht ihr es. Ja, moin, jetzt schafft euch vom letzten Platz. Sehr gut. Okay. Well, that escalated quickly. Aber echt schade, dass kein TCR drin ist, gell? Oh ja, das wäre richtig spannend geworden. So, wir gehen in die Startaufstellung. Fliegender Start. Normal bei einem Multiclass-Rennen. Würde sagen, vor uns auf dem Aston Martin stimmt es. Eine M4-Lackierung auf dem ersten Martin, warum nicht? Undercover. Wenn ich groß bin, werde ich ein M4. Kleine Fun Fact, ich bin noch nie Multiclass-Rennen gefahren. Gut. Jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, also es zählt als Multiclass-Rennen, auch wenn keine andere Klasse da ist. Also wirst du diese Erfahrung auch jetzt nicht.
Ja. Let's go! Nee, Quatsch, Nordschleife sind wir ja. Wir sind bei auch ein Rennen GT4 und hier TCR. Ja. Das war auch Imsa, ja. Stimmt. Das war eine tolle Woche. Ja. Für die Nordschleife wieder. Der erste ist einfach nicht zum Glück erschienen. Du musst aufholen, bitte. Ich weiß, wo ich hin muss, aber der Typ, der soll auch mal aufholen da davor. Ich bin sowieso letzter, ich kann mich ja hier breit machen.
Das neue PB. Extra Moment. Moin.
Scheiße, sorry, Mann. Das war mein Fehler. Scheibenkleister. Komm schon, BMW! Da habe ich mal komplett quer gestanden. Right.
kurz vom Lenkrad abgewuscht. Im Korkenzieher. Lichthupe!
Wer ist er denn? Wo kommt er denn her? Noch zwei Runden, ich hätte vorne aufgeschlossen. Let's power. GG. Ja, sieh. Kleiner Pisser, ey. Also. Da müssen wir jetzt mal aufs Endergebnis warten. Aber bis dahin war es, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, eines der geilsten Rennen bisher in iRacing komplett. Bis dahin hat das mega Bock gemacht. Ja, klar, einige Fehler eingebaut von mir selber, aber bin ich ja selber schuld. Ansonsten Gegner super gefahren. Gut, jetzt bis zum Schluss. Hat ein bisschen die Nerven verloren. Ich hätte noch ziehen lassen können, ja.
Gut, da sticht man nicht rein. Aber sei es drum, aber bis dahin, liebe Freunde. Freunde. Ich hab das auch gesehen, deshalb bin ich ja schon nach links gegangen, exquisit. Ich hab mich ja extra schon nach links orientiert, um dem zu signalisieren, nee, nee, Junge, ich mach hier zu. Geh da nicht rein. Dann, als ich einlenken wollte, ist der halt da. War aber trotzdem. Jetzt haben wir die 1500 i-Rating. Richtig geil, Glückwunsch. Von 26 gestartet, 12 ins Ziel gekommen. Krass. Stark gefahren, Feuervögelchen. Richtig stark gefahren. Danke. Danke, danke. Wo ich jetzt nur sagen muss, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass es tatsächlich nur 20 i-Rating gibt. Ja. Achso, bei dir. Oh, ja, gut. Gut, dass es nur 0,06 Safety Rating gegeben hat, war klar. Ich hatte 10 von 17 Fehlerpunkten. Hat aber trotzdem Bock gemacht, diese ganzen Fights am Anfang, weißt du, bis du mal nach vorne gekommen bist mit dem Yannick in dem McLaren. Ey, Freunde, das hat richtig Spaß gemacht. Deshalb war ich auch so konzentriert, nicht angespannt, Baxter. Nicht angespannt, konzentriert, gehypt, Bock. Ich hätte auch gern mehr Fights gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, man muss nicht immer gewinnen. Man muss nicht immer vorne sein, man muss nicht immer gewinnen. Die Fights, die sind cool. Und wenn die Gegner dann auch so mitspielen, umso besser, hey. Hi, Bock, Angriff, genau. Zitat Ende. Grundgedanke rein. So, das nächste Rennen lässt aber jetzt tatsächlich ein bisschen auf sich warten, ne? Eine Stunde noch. Besser Karre in die Wand als Schwung verloren. Wer später bremst, es länger schnell. So. Hier ist Rennen auch schon vorbei. Jo. Was machen Sachen? Irgendwie das Teamrennen? Jetzt haben wir tatsächlich. Ja, machen? Jetzt haben wir tatsächlich den Mazda MX-5 Cup knapp verpasst. Sehr blöd. Das ist hier mit Touring-Car. Ja, wenn wir das fahren, verpassen wir das nächste GT4. Das ist schon echt doof. Ich ist jetzt aber blöd. Dann würde ich sagen, trainieren wir noch ein. Oder sollen wir noch eine Nordschleife fahren? Oh, mir ist das egal. Audi Gaudi. Müssten nicht eigentlich hier von NEC Practice Server online sein? Oder bin ich falsch? Nö. Schaut eh. Dann guck mal in den Hosted Races. Wobei. Wenn der Michael guckt, gehe ich schließen zählen. So, hier haben wir was. Nürburgring Combined. NOS VLN, sehr gut. Aber ohne Mazda. Das ist hier drin.
Mazda MX-5 Legacy Cup 2010. Ah ja, easy going. Der ist... Ist doch der alte, oder nicht? Ist doch... Kann ja nicht sein, der ist ja nicht Legacy. Ist ja viel neuer, ist, ich glaube, das ist oh ja, 2015 oder so, gell? Jetzt ist es weg. Er fährt nur GT4 und GT3. Auch gut. Sollen wir nochmal Audi fahren oder was? Fahren wir nochmal Audi, komm. Lang, lang ist's her. Ewig nicht mehr gefahren, den Audi. Join. Wo vibriert meine Uhr jetzt? Okay. Guck, ob ich überhaupt den Audi noch bewegt bekomme. Da müssen wir nur unbedingt dran denken, dass wir dann noch nachher zurück in die GT4 gehen. Das hat nämlich unglaublich viel Spaß gemacht. Alles klar. Moin Manu. warum habe ich mir das jetzt nur gedacht? So, liebe Freunde, was wir aber schon ewig nicht mehr gemacht haben, ist folgendes. Ich, also jetzt nicht rübergehen in den Begrüßungsbildschirm, das kommt tatsächlich häufiger vor. Seit Ewigkeiten eine ganz kurze Unterbrechung an der Stelle nochmal. Bleibt natürlich online, nicht abhauen. Gleich sind wir dann zurück auf der Nordschleife. Ich muss ganz kurz was klären gehen. Bis gleich. Das heißt, jetzt muss man sich einfach entscheiden. Jetzt ist Kommunikation wichtig. Und sie sagen, wir werden diesen Barry jetzt angeben, aber währenddessen verletzt er sein. Thank you.
geht er jetzt rein und was für eine Ulti ist das denn? Der geht hier noch mal rein, oh mein Gott! Die Shockwave, wer jetzt nicht geheilt ist, der hat die E-Sports nicht verstanden. Da sind wir auch schon wieder zurück. In der Zwischenzeit dann auch die Lobby geladen. Immer noch an unserer Seite auch wieder zurück das Feuervögelchen. Hallo. So, dann schauen wir mal, wer alles hier in der Lobby ist. Unter anderem der gute Baxter. Ich komme auch gleich. Ja, ich sehe es. So, dann schauen wir mal. Ach. Und dann, liebe Freunde, wechseln wir zurück zu Racing. So, dann schauen wir mal, ob wir überhaupt den RS3 auf der Nordschleife können. Bin ich nämlich 8 Jahre nicht gefahren. Ja. Ja, du kennst doch, also, ey, was du kennst doch. Du magst doch so gerne Trinkbecher, oder? Ja. Es gibt einen Capri-Sonnen-Sirup. Und ich mag echt nach Capri-Sonnen. Zusammenfahren. Ja, ausmachen. Ich bin bei 95%. Aber wenn du da.
Reden wir mal in Ruhe drüber, Exquisit. Okay. Hinter dir. Ah, okay, der Weiße. Aber irgendwie lädt. Ja, die dauert Markierung manchmal nicht. Ich bin ja schon ewig nicht mehr gefahren. Der hat sie gerade. Spät, sagst du? Da geht auch die Sau. Boah. Hey. Was ist mit der Karre los? Oh,
Scheiße. Typ, ey. Ich weiß, woran es gelegen hat. Ich hatte das Setup vom Exquisit nicht geladen. Welchen Führerschein? Das nervt mich die Mutter auch, aber ganz gut. Und auch Gras gebremst. Jetzt haben wir aber hier. Läuft das hier? Ja. Da ist nur Gigi. Sauber eingeparkt, ey. Gewollt hättest du das niemals hinbekommen. Michael! Nee. Grüße dich! Jetzt kann ich mal eine Runde hier ordentlich fahren. Also gewollt hättest du das wirklich nie im Leben hinbekommen.
Ischerlich. Ischerlich. Wie geht's dir? War was gut? Ja, ich gebe mir Mühe, explizit. Hallo, Boxengasse. Muss ich gleich mal lesen, wenn ich eine ruhigere Minute habe. Das ist ein exzellenter Spot, um stehen zu bleiben. Wirklich von allerfeinsten. Aber hat sich direkt entschuldigt. Innerhalb von 2 Wochen sind 4 Reanimationen gewesen. Oh, scheiße. Oh, Mist. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, Maike, dass dir das nicht widerfährt. Rasora, hallöchen. Du hast 2 richtig geile Rennen verpasst und jetzt, ja, üben ist eine Sache. Seit Ewigkeiten nochmal im Audi unterwegs. Ich will mir den Stop-and-Go-Brezeln. Seit Ewigkeit nochmal im Audi unterwegs. Schwierig!
guck mal, wer da fehlt. Hier ist Baxter, moin! Handbremse den Hintern weg, mein Mann. Ey, zum Glück hat der Audi so gute Bremse. Extra, du kannst ruhig überholen, wenn du willst. Muss ich, wer oben fährt? Ich hab mich verbremst, du Ochs. Oh shit! Und wieder zeigt sich niemals während der Fahrt aufs Handy schauen. Respektive auf den Second Screen. Ich weiß nicht, was ich hier vorher auf der Strecke für eine Scheiße gebaut habe. Aber mein Delta zeigt minus 3,6 Sekunden. Ja, ich habe in letzter Zeit mehr gefahren. Die Strecke nochmal anders kennengelernt. Ich merke es schon. Das gibt's doch nicht! Ich bin wieder komplett hergekommen im Anfang. Ja, da hast du falsches Setup. Nicht vorher auf. Thank you.
vergiss nicht. Sorry. So klein ist die Welt. Ich danke dir für die netten Worte. Verbesserungsvorschläge natürlich immer gerne mitteilen, egal ob hier im Livestream oder auch gerne über meine Social Media Kanäle. Freut mich, dass dir gefällt. Ema, schönen guten Abend, grüß dich. Ja, moin, passt. Oh. Entschuldige bitte. Jetzt Breaktest. Jetzt guckt euch das mal an. Im Rückspiegel ist der andere Audi. Jetzt zieh halt auch vorbei, Mensch, ins Kino. Überhaupt nicht. Ich denke, es kommt vom Setup, dass das so instabil ist, aber du hast vollkommen recht. Es ist brutal instabil. Ich habe schon Bremsen umgestellt. Hecklastiger bremst. Moin, da kommt einfach mit der Dive Bomb. So, Dive Bomb, jetzt komm. Vor allem jetzt gleich im Hatzenblatt anbremsen, wird dann schon scheiße. Wieso? Kommt mein Arsch. Da ist kein Sinn gegangen. Gibt's ein paar Kurven davor, ich hab das jetzt bammeln. Die gönnen. Ja, wollte gerade sagen. Ist aber auch assig. Auf der Nordschleife bleiben sie besser weg von den Curbs. Was macht ihr Curbs? Hier habe ich gerade eine Sekunde gefunden.
Der Baxter da. Das ist quasi losgeflogen. Ja, manchmal Verbindungsprobleme. Also der ist richtig geflogen. Ja, ja, der ist trotzdem noch da. Den musst du immer rechnen. Immer. Also könnte er jetzt auch auf einmal vor mir aufploppen. Ja. Ah, schön. Ich bin so froh, wenn ich mal ein neues Setup habe, Freunde. Den hab ich im Chat, ne? Dann kann ich auch mal lesen. Nee. Das tut mir so leid. Oh, ich trau mich hier nicht. Ich hab auch gebremst. Cool. War so klar, ich bin aber auch ein Idiot. Oh, das gibt's doch nicht. Sorry, ich muss die Runde zu Ende fahren. Mein Delta ist gerade bei 6,7 Sekunden. Meine Güte. Wir können ja in der Boxengasse auf mich warten, wenn ihr wollt. Ich fahr auch mit den iRacing Setups. Ich fahr gerade mit dem Setup vom. Normalerweise. Kevin. Das ärgert mich jetzt, Freunde. Das ärgert mich immens. Wir hatten echt eine gute Chance, unter 9 Minuten zu fahren. So, jetzt habe ich aber Zeit für euch. Es ist immer das Setup. Im Zweifelsfall ist es immer das Setup, klar. Anwenderfehler, nein. Setup, Lenkrad oder Spiel selber? Ja. Warte, ich fahr mal vor, dann setz mich zurück auf die. Auf die. Höhe. Jetzt entfernt worden. Auch zu viel reingefahren. Falls noch jemand von euch Lust hat, NEC zu fahren, liebe Freunde, auf Mazda MX-5, gerne Bescheid sagen. Das Gecko rennt und sucht noch Verstärkung. Hashtag und bezahlte Werbung. Ihr bekommt auch eine geile Lackierung. Ja, die Gecko-Lackierung hier. Ja, ich bin auf den Dinger. M4 GT3. Komm, zieh! Ja, 9 Schlitter. Unter 9 Minuten. Fertig.
Bist du das hinter mir? Nee, bist du nicht. Ich bin Kurve 1. Das sind die 3. Gut 10 Sekunden rausgeholt in der letzten Runde. Ich hab die Kurvenstreckenanteil wieder voll versemmelt. Hi. Und ich fahr dir hinterher. Alter. Jetzt ist aber der Wurm. Und du so? Das ist übrigens die Gecko-Lackierung. Ich würde auch schon gerne mal den GT3 fahren. Problem, nee. Auf dem die Gecko-Lackierung. Baby. Da ist genug Fläche, ja. Es sind hier so wirklich gute Zeiten. Da hat der Exposit schon recht, wo wir hier schwer auf die Seitenjagd gehen. Oh Mann, schön am Stück. Sowas nicht machen, das gibt's doch nicht! Himmelarsch! Was ist denn mit dem Setup los? Danke, Baxter. Ich zimmer mir jetzt ein anderes Setup drauf, das kann doch nicht wahr sein. Was nettes VRS. Doch. Aber der geht so mit dem Arsch hinten weg. Beim Anbremsen. Okay. Krass. Ich verstehe das nicht.
Also wollen wir jetzt mal 100 Liter Sprit rein und eine Abfahrt oder was? Ich hab 100 Liter Sprit drin. Ach so. Oh, ich auch. Ich mach jetzt mal das Endurance Setup drauf. So, jetzt ist der Rechtshöhe. Oh, scheiße, wie war denn das jetzt noch? Liegt unterschiedlich hoch. Oh, wie war das nochmal? I don't know. Muss ich meinen Erbsen hören? Move it. Punch it. Oi. Bravo. So, überall klar. Warum ist. Exquisit, sag mal. Warum ist der links höher als rechts? Lasso. Brake Valve auf 1. Rear Brake Valve. So meinst du? Brake Bias. Brake Bias auf 62 Punkte. 62. 3. Okay. Probier das mal. Dann probieren wir das mal und beten, dass wir die Karre nicht schon wieder da zersemmeln. Depot! Denkst du? Der holt schon auf, keine Sorge. Ist der schnell oder wie? Hä? Ja, bitte. Okay. Der hat mit Exquisit gesagt. Ah. Also so schnell ist er. Jo. Ja, dann geh halt auch vorbei! Ich will mir nicht vorstellen, dass er uns jetzt noch einholt. Die nächste Wand kommt bestimmt. Ja, gut. Sau. Ja, wieder. Hallo. Fellas. Gebremst.
weg. Aber auch herausfordernd, der Audi ist. Hier kann es halt wenig. Alter. Das nehmen wir, hat aber auch echt einen breiten Arsch, ey. Geil, ne? Freunde, ich glaube, der Audi ist nichts für mich. Also, glaubst du's? Bleib noch ein bisschen stehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Audio hat sich auch. So, eine Sache will ich jetzt nur wissen. Hellfire, ich grüße dich. Wir haben mit dem Audi angefangen, gell? Wir waren ja echt gut unterwegs. Oder okay unterwegs. Und ich komme nicht mehr mit dem Auto zurecht. Da ist drum. Boah, ey, aber ich glaube, noch ein Rennen GT4 verpackt mein Hirn nicht. Ist sowieso vorbei, habe ich gerade gesehen. Ja gut. Aber mein Hirn ist gerade echt gut matsch. Tobi SWSK hat auch dir einen schönen guten Abend. Drehst du wieder Donuts auf dem Viehmarkt? Das kannst du glauben. Das kannst du glauben. So, jetzt nur die Problematik. Ich. Tobi Mazda MX-5. Ist es geschlossen, kommt man nicht rein. Mist. Da ist der falsche drin. Geschlossen. Ah, liebe Freunde, jetzt haben wir verkackt. Hier die vier Rennen verkackt. Ah, wir wollten eigentlich noch ein Rennen. Ajo, machst du nix. Das ist. Machst du nix. Ah,
Aber es ist auch echt fordernd, muss man sagen. Also man merkt, wenn man häufiger fährt, mehr fährt, dass die Konzentration hoch bleibt. Also wenn ich so 3-4 Mal die Woche fahre, merke ich, dass es dann tatsächlich auch auf montagsabends besser klappt. Jetzt bin ich letzte Woche wenig gefahren und direkt ist mein Gehirn komplett Matsche, was sich dann in der Leistung wiedergespiegelt hat, wie wir gerade gesehen. Es ist nämlich auch eine Leistung, in so kurzer Zeit so häufig mit einem Audi RS3 LMS abzufliegen. TCR. Das muss man erstmal so hinbekommen. In den Armen Hellfire tatsächlich nicht, weil das ja ein Einsteigerlenkrad ist. Also da sind nicht so viele Newtonmeter aktiv, wie jetzt zum Beispiel bei einem Direct Drive Lenkrad, wo du weiß, wie viel Newtonmeter einstellen kannst. Also hier bei dem Setup, so wie es jetzt ist, dieses Einsteiger-Setup, nee. Da ist eher die Konzentration die Schwierigkeit. Deshalb habe ich auch die Befürchtung, dass wenn wir jetzt noch in Rennen springen würden, ich das komplett in die Wand zimmern würde. Tobi, nee, tatsächlich beim 13-Stunden-Rennen nicht. Wir kommentieren jetzt kommenden Sonntag wieder live aus der Karthalle, das Sprintrennen. Für all diejenigen von euch, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben, jeden zweiten Sonntag im Monat übertragen und kommentieren wir komplett live Go-Kart-Rennen aus der Karthalle Wittlich. Also da auch gerne mal einschalten, ist immer spannend. Aber die Endurance Races bekommen wir mit der Mannschaft nicht hin. Also 13 Stunden, da brauchst du mehr als einen Moderator, Kommentator. Da brauchst du mehr als zwei, da brauchst du zwei Teams und die Mittel haben wir leider noch nicht. Deshalb werde ich aber wahrscheinlich nicht da sein. Aber jetzt am Sonntag, ja, jetzt am Sonntag. Jetzt am Sonntag geht's wieder rund. Ab 9 Uhr. Freue ich mich drauf. Auf LMP1 hätte ich auch mal Bock. Mach das jetzt mal, da kommst du noch weniger hinterher. Ja, klar. So. Liebe Freunde, ihr fangt jetzt noch schnell das Dragonier. Und ich erzähle euch, was die Woche noch abgeht. Nämlich. Mittwoch? Na, wer errät es? Was ist am Mittwoch? Ha, wer weiß es? Keine Ahnung. Oh Mann. Eigentlich müsste der Firehawks wissen, aber. Ja, Mittwoch geht Rocket League weiter. Nächster Spieltag bei Amazon University Esports ab 19 Uhr, wie gewohnt. Der letzte Spieltag der Qualifier, liebe Freunde, der Vorrunde. Ja, da entscheidet sich, wer kommt ins High, wer ins Mid und wer ins Low-Level-Playoffs. Oder in die Playoffs. Host wird natürlich wie immer von meinem Kanal aus eingerichtet. Also schaltet einfach hier ein ab 19 Uhr, dann werdet ihr automatisch rübergeleitet. Und dann am kommenden Freitag würde eigentlich der nächste Community Party Game Stream anstehen, aber es ist der erste Freitag des neuen Monats und das bedeutet, wir sind bei Gecko. Da findet nämlich wieder das Gecko Gathering hier in Trier auf dem Petrisberg statt und ja, da ist natürlich jeder herzlich willkommen, jeder herzlich eingeladen, sowohl den Verein als auch uns kennenzulernen, einfach gemütlich zusammensitzen. Wir haben dieses Mal Mario Kart am Start mit den neuen Maps. Wir haben Tetris VR mit dabei. Die Smash Bros. Szene ist wieder aktiv. Also da freue ich mich mega drauf, am Freitag wieder einen tollen Start ins Wochenende zu haben. Hoffentlich mit euch. Kommt gerne vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, dann
jederzeit gerne über Social Media und natürlich auch hier im Livestream. Ja, kurzes Fazit zu iRacing. Mit dem Mazda MX-5 Cup gestartet, mega cooles Rennen gehabt, hat brutal Spaß gemacht. Danach GT4 gefahren auf Laguna Seca. Ich bleib dabei, eines der geilsten Rennen, die ich jetzt überhaupt in iRacing gefahren bin. Ja, und danach ging es steil bergab. Aber gut, wie lange sind wir jetzt dran? Knapp einen Monat, anderthalb. Die Luft nach oben und halt eben noch das Rick, welches fehlt, wie Exquisite es sagt. Und da bin ich mit den Hufen am Scharren, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich dann auch endlich meine neuen Bremsen an den Start bekomme und dann wird mal schön reingeschallert. Ja, aber nach dem Freitag ist vor dem Sonntag, denn am Sonntagmorgen, wie bereits erwähnt, dann ab 9 Uhr live aus der Karthalle Wittlich. Also wird es zwar hier auf dem Kanal diese Woche ein bisschen ruhiger, aber natürlich nicht im gesamten Jahr. Es ist immer viel los, immer viel Action und ihr werdet natürlich überall immer hingeleitet. Das ist natürlich klar. Und ich poste auch auf Social Media die jeweiligen Termine nochmal rechtzeitig für euch zum Nachlesen. Das ist doch top wieder. Ne? So, Firehawk. Hat Spaß gemacht? Ja. Man merkt, dass der ein bisschen... Egal. Ich würde sagen, schlaf gute kleines Geierchen. Ja, gleichfalls. Vielen Dank, vielen Dank. Und euch? Träum süß. Bitte? Träum süß, sage ich. Oh. Schnuggelschi. jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Ach ja, genau, da sind wir ja wieder. Es ist einfach zu viel los. Ciao, wollte ich sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet gerne wieder ein. Und wie immer, bleibt bloß gesund. Habt eine gute Zeit. Und dann sehen wir uns am Mittwoch, 19 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.